und herzlich willkommen zurück zu einem neuen YouTube-Video von mir. Heute reden wir wieder mal über ein tolles Thema, was ich mir ausgesucht habe, nämlich Influencer-Gesichtspflegeprodukte. Ist das wirklich was oder ist das einfach nur ein Influencer-Trend? Ja, ich rede von den Hello Body-Produkten und ich bin mir sicher, vielen von euch geht es genauso wie mir. Ihr habt die Produkte bei so vielen Influencern gesehen. Und war ein bisschen skeptisch. Also ich war zumindest skeptisch am Anfang, weil ich gedacht habe, das sieht schön aus, alles toll. Aber ist das auch wirklich was? Weil ich sehe es jetzt überall, ist es einfach nur ein Trend. Wie sind die Produkte wirklich und wie ist die Qualität? Spätestens als ich dann bei namhaften Größen wie Sylvie Meis oder Sarah Novak gesehen habe, habe ich gedacht, okay, ich glaube, ich muss der Sache mal auf den Grund gehen und mich mal selbst damit auseinandersetzen. Und dann haben wir auch noch eine meiner besten Freundinnen, die absolut gar nicht in der Instagram-Welt ist. Die ist offline am Leben. Und auch sie hat mich mal gefragt, ob ich Hello Body kenne, weil sie findet die Produkte mega. Und dann habe ich begonnen, mich mal darüber ein bisschen zu informieren und habe dann gelesen, dass die Hello Body Produkte aus rein natürlichen Inhaltsstoffen bestehen, absolut frei sind von Silikonen, Parabenen und auch komplett frei von Mikroplastik. Und dann habe ich sie jetzt mal selbst getestet. Heute habe ich jetzt 4 Wochen lang ausschließlich nur meine Haut mit Hello Body gepflegt, sodass ich auch wirklich ein ehrliches und gutes Feedback für euch dazu abgeben kann. Unter anderem habe ich das Bestseller-Set von Hello Body zugeschickt bekommen. Das ist das Coco Daily Face Set. Das besteht unter anderem aus dem Detox-Reinigungsschaum, aus der Coco Clear Gesichtsmaske, aus dem Detox-Kaffee-Peeling und aus dieser pflegenden Tagescreme. Als erstes zeige ich euch, wie ich meinen Reinigungsschaum anwende. Ganz wichtig als erstes mal Haare aus dem Weg. Da habe ich dieses süße Stirnband zu Hause gefunden. Den Reinigungsschaum verwende ich jeden Morgen, aber auch abends, um Make-up zu entfernen. Mache ich auch gleich mit diesem Schaum, das geht super easy. Es braucht nur einen Pump und das reicht fürs ganze Gesicht. Das Gesicht leicht nass machen und dann mit dem Reinigungsschaum von außen nach innen mit kreisenden Bewegungen das Gesicht reinigen. Das Ganze dann wieder gründlich abspülen und mit einem Tuch nachtrocknen. Unmittelbar nach der Reinigung mache ich die Tagescreme auf mein Gesicht, die mattiert, aber ist gleichzeitig feuchtigkeitsspendend. Ich möchte euch jetzt meine 3 absoluten Favoriten mal genauer vorstellen. Zum einen ist das dieses Detox Coffee Face Peeling. Das ist ja auch im Coco Daily Face Set mit dabei. Das steht bei mir in der Dusche und ich mache das einmal die Woche. Es verfeinert die Poren, trägt die älteste Hautschicht ab und enthält unter anderem Avocado, Mandel und Bio-Hagenbuttenkernöl. Mein nächstes Lieblingsprodukt ist auch in diesem Set enthalten, dem Coco Daily Face Set. Das ist die Matte Detox Maske. Diese dunkle hier habe ich auch schon mal in meinen Insta-Stories gezeigt. Dank Moorextrakt entgiftet diese. Sie bindet Schadstoffe und klärt die Haut. Ich trage die mit diesem Pinsel auf. Ihr könnt das aber auch mit einem normalen Make-up-Pinsel machen, wenn ihr diesen Pinsel nicht zusätzlich kaufen möchtet. Oder natürlich auch mit den Fingern. Und das trage ich jetzt über mein gesamtes Gesicht auf und spare dabei die Mund- und Augenpartie aus. Die Maske lasse ich dann ungefähr 15 Minuten einwirken, bevor ich sie wieder abspüle. Dank dem enthaltenen Avocadoöl ist sie übrigens feuchtigkeitsspendend und regenerierend. Und zum Entfernen verwende ich hier den Cognac-Schwamm, ebenfalls von Hello Body. Und nun zu meinem 3. Lieblingsprodukt und ich würde sagen, das ist mein absolutes Nummer 1 Produkt aus dem gesamten Hello Body Sortiment. Das ist die Coco Wow Maske. Die ist leider nicht im Coco Daily Face Set mit dabei, die musste ich mir separat dazu bestellen. Auch diese Maske trage ich wieder mit dem Pinsel auf. Man sieht auch, die ist schon fast alle, weil ich die so fleißig verwende. Und natürlich entferne ich dann auch die wieder mit diesem Cognac-Schwamm. Die Coco Wow ist eine mattierende Maske für den perfekten Glow. Sie enthält Tonerde. Ich verwende ja auch ein Shampoo mit Tonerde, bin ich ein riesen Fan von. Und dank Magnolienextrakt ist sie antibakteriell. Und sie enthält auch entzündungshemmendes Panthenol, bekämpft somit Breakouts und macht außerdem babyzarte Haut und verleiht mir den perfekten Glow. Auch die Coco Wow Maske lasse ich 10 bis 15 Minuten einwirken, bevor ich sie dann mit dem Cognac-Schwamm und lauwarmem Wasser wieder gründlich entferne.
Hello Body hat auch noch weitaus mehr im Sortiment als nur Gesichtspflege. Sie haben auch tolle Körperpflegeprodukte, zum Beispiel diese beiden Peelings hier, die bei mir in der Dusche stehen. Das eine ist Coco Glow und das andere Schoko Glow. Schoko Glow mag ich fast noch lieber, weil das riecht so lecker nach Kokos und Schokolade, weil da auch noch Kakaobohnen drin sind. Avocado und Kokosöl macht die Haut babyzart, schön weich, trägt alte Hautschüppchen ab und ey, das Beste, man hat diesen bekannten Kokosduft dann am ganzen Körper. Ich liebe es. So, jetzt habe ich euch einmal meine Lieblingsprodukte vorgestellt und mit euch angewendet. Schatzi, komm jetzt mal ab. Müsi. Ja, jetzt habt ihr mal gesehen, was ich alles mag bei Hello Body. Und jetzt natürlich gibt es auch Produkte, die ich nicht empfehle bei Hello Body. Es gibt generell keine Produkte, die ich jetzt getestet habe aus dem Riesensortiment, welche ich nicht empfehle. Aber ich habe doch zwei Produkte jetzt bei mir zu Hause, die ich auch ausprobiert habe, wo ich gut finde, aber wo ich persönlich jetzt nicht anwende. Und solche Sachen kann ich mir jetzt persönlich sparen, zum Beispiel diese Coco Treats, das ist auch so eine Maske, aber hier ist die Maske in so Pads und da legt man dann so dieses, so eine Tuchmaske, legt man dieses einmal, wie sagt man das, so ein Anwendungstuch legt man halt aufs Gesicht auf. Das ist mit Kokosnusswasser. Und ich glaube, Süßholzwurzelextrakt, auf keinen Fall ist ein schlechtes Produkt, sicher gut. Aber ich persönlich, wenn ich eine Maske mache, mag ich halt lieber jetzt die Masken, die ich jetzt gerade gezeigt habe. Und ja, also ist jetzt nicht so meins. Und halt dieser Coco Prime, das kann man halt als Ergänzung mit der Tagescreme zusammen anwenden und vor allem halt als Primer vor dem Make-up. Aber ich persönlich, ich mache ja eigentlich nur Puder auf meiner Haut. Ich verwende jetzt kein Make-up und ich brauche jetzt auch nicht unbedingt einen Primer. Der hat so Shimmering so Fluids, wie sagt man das auch, so Schimmerpartikel sind hier drin. Und das glitzert dann so ein bisschen und ich persönlich mag jetzt halt nicht so dieses Glitzer-Ding. Aber auf jeden Fall riecht der auch mega gut. Also wenn jemand von euch Make-up trägt und einen guten, lecker riechenden, pflegenden Primer vor dem Make-up anwenden möchte, dann ist es bestimmt ein gutes Produkt, aber ich persönlich jetzt etwas, was ich jetzt nicht verwende. So, das war mein ehrliches Review zu den Hello Body Produkten. Nochmal kurz zusammengefasst, was ich besonders toll daran finde. Erstens mal der Duft. Das riecht so lecker nach Kokos und Vanille. Also das kann man gar nicht über ein YouTube-Video beschreiben. Ihr müsst einfach mal selbst ausprobieren und daran riechen. Dann halt, wie sich die Haut anfühlt. Wirklich babyzart, weich, schön gepflegt. Wie gesagt, seit 4 Wochen verwende ich ausschließlich Hello Body Produkte. Ganz bewusst, weil ich wirklich sehen wollte, wie fühlt es sich an. Ich habe kein anderes Produkt jetzt für meine Gesichtspflege verwendet in der Zeit. Und dann halt der Fakt, dass sie aus rein natürlichen Inhaltsstoffen bestehen, frei von Silikonen, frei von Parabenen und ohne Mikroplastik. Ich persönlich bin begeistert. Vor allem, wie gesagt, die Masken, die Coco Wow Maske, das Kaffee Detox Peeling, die Coco Clear Maske, die dunkle, die müsst ihr wirklich einfach mal ausprobieren. Die sind echt der Wahnsinn. Ja, und wenn ihr jetzt auch etwas ausprobieren möchtet von Hello Body, dann habe ich euch einen 20% Code, der ist gültig auf dem gesamten Webshop. Also egal, ob ihr etwas aus der Gesichtspflege, der Körperpflege, Haarpflege, haben sie auch Sachen. Habe ich persönlich jetzt noch nicht getestet. Wenn ihr es testen möchtet, mit meinem Code habt ihr 20% auf alles. Ich verlinke euch die einzelnen Produkte, die ich gezeigt habe, nochmal unter diesem Video in der Infobox. Und ja, wenn ihr jetzt noch Fragen habt zu Hello Body, zur Gesichtspflege, irgendwas, haut's in die Kommentare und ich freue mich, euch im nächsten YouTube-Video wiederzusehen. Tschüss! Liebe Grüße aus Luzern und einen schönen Tag!